Willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Rams ist wieder mal on Tour. Und ihr seht, es regnet. Also irgendwie ist alles nass, ne? Aber ist egal. Beste Wetter immer für kurze Hose und so. Immer kurze Hose tragen, auch im Winter. Das hält fit. Das macht ihr gesund. Wir haben heute was Besonderes vor. Wir wollen heute nämlich mal die Goldmedaille von Team Go Rocket voll machen. Und das möchte ich nicht nur einfach so über einen normalen Rüpel. Das möchte ich bitte über Sierra. Weil Sierra mit Lapras ja die heftigste Team Go Rocket Bossin ist, die es gerade gibt. Ihr seht hier neben uns ist ein Cliff. Wir laufen aber mal da hoch, denn da oben soll angeblich Sierra sein mit Lapras. Und viele Leute haben immer noch Probleme, Lapras zu besiegen. Ich zeige euch nochmal, wie ich das mache. Das müsste dann die 1000 sein, dann müsste ich die Goldmedaille bekommen. Und ja, vielleicht haben wir für die 1000 auch direkt noch ein Krypto-Shiny-Lapras dabei. Das wäre natürlich noch fetziger. So, wir wollten uns gerade unterstellen dort, aber da standen jetzt zwei böse Menschen, deswegen konnten wir uns nicht unterstellen. Stehen jetzt einfach hier. Und was ein Tipp war, auch von Sabrina Spiel, die hat gesagt, am besten Melmetal von am Anfang nehmen. Der greift wenigstens mit Elektro an gegen das Lapras. Vor allem hält er auch was aus, ne? Normalerweise nehmt er ja Kampf eigentlich gegen Lapras, aber egal, ob ihr da Machomain nehmt oder ob ihr Lucario nehmt, die fallen einfach um. Selbst das Meistergriff fällt um, also braucht er auch nicht. Wir werden danach aber nochmal Lucario reinnehmen und ein, das nehme ich den immer am Schluss. Ich habe keine Ahnung, habe ich vergessen. Nehmen wir noch einen Despo da am Ende, ne? weil wir so gut drauf sind. Irgendwas ist gerade falsch. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, am Ende hatte ich Machomai oder irgendwas drin. Ich weiß es nicht. Wir probieren das jetzt einfach damit. Wir nehmen ja sonst über ein Team aus Lucario, Kyogre und Despotar. Wir fangen jetzt aber hier an mit dem Melmetal. Das ist auf jeden Fall sehr effektiv. Ihr seht, das hat auch relativ gut seine Attacken voll. Da könnt ihr nämlich hier schön Steinhagel machen, der nicht durchgeht, weil er das wieder abwehrt. Aber kein Problem. Es geht ja nur darum, möglichst schnell die Schilde rauszulocken und dann Schaden zu machen. Und jetzt wäre, glaube ich, der Punkt, da wäre das Lucario schon tot. Hätte vielleicht ein Schild rausgelockt, aber wäre schon tot. Wir haben wenigstens hier das zweite Schild, was wir rauslocken können. Jetzt mal schauen, ob wir einmal... Wir versuchen es einmal mit Donnerblitz. So. Den gönnen wir uns. Es hat auch seine Attacke noch nicht mal voll. Keine Ahnung, was es da wieder macht. Ich glaube, das ist so schlau. Das sammelt einfach und will uns dann umbringen, indem es gleich 10-mal seinen Move macht. Jetzt macht sie gegnerische Attacke. Die schilden wir natürlich. Vielleicht kriegen wir noch einmal Steinhagel durch. Wir probieren einfach mal Steinhagel jetzt. Verarscht. Wir nehmen doch wieder Donnerblitz, ne? Wenn er schon voll war, warum nicht? Nehmen wir den zweiten Donnerblitz und so könnt ihr mit Melmetal das Lapras eigentlich sehr gut in die Knie zwingen. Na? Und wir sind tot. Aber kein Problem, denn wir haben ja noch Lucario, kommt rein, Einschlag und das Lapras ist auch weg. Und jetzt, egal was da kommt, mache hier ein bisschen Steigerungshieb drauf, um nochmal unseren Angriff zu steigern. Ihr habt ja gesehen, wir sind eh schon sehr effektiv unterwegs. Also das würde man auch mit normalen Attacken gut hinbekommen. Wir steigern trotzdem nochmal unseren Angriff hier. Es hat gar keinen Schaden gemacht. Was ist da denn los? Ist bestimmt wieder ein Bot. Und jetzt ein Hundemon, Unlicht. Das heißt, Kampf müsste auch hier sehr effektiv sein. Und wir sind immer noch im Vorteil. Habe also theoretisch nur zwei Pokémon lang gebraucht. Wir brauchen da gar nicht nochmal den Move. Hätte ich den Move lieber nochmal gemacht, ne? Dann wäre das auch gut gewesen. Despotar mit Gestein. Gestein auch sehr gut gegen Unlicht, beziehungsweise weil das ja auch vom Typ Feuer ist, meine ich. Natürlich gegen Feuer, sehr effektiv. Also kein Problem, das Lapras hier einfach weggemacht von der Sierra. Jetzt müssten wir die 1000 voll haben und mit den 1000 müssten wir die Goldmedaille bekommen und vielleicht ein Shiny. Nein, ein normales wieder mal. Dieses dreckige. Wir fangen das jetzt einfach. Warum habe ich jetzt eigentlich eine goldene genommen?
Ich hätte auch eine gelbe nehmen können. Wir fangen das natürlich mit einfach fabelhaft, ne? Was auch sonst. Mal Kreis einstellen. So, warten bis es angreift. Gemütlich draufzimmern und daneben werfen. So kann man es auch machen. Vielleicht sollte ich auch weiterlaufen und einfach mit dem Daumen schnippen. Jetzt bleibt es auch noch drin. War es wohl nichts mit einfach fabelhaft. Trotzdem haben wir die Goldmedaille bekommen. Wir bewerten es auch gleich mal. Gucken uns das mal an, wie gut das ist. Vielleicht ist es ja ein gutes. 12. Ah, das sieht trotzdem richtig mies aus, richtig schlecht aus. Aber die Goldmedaille jetzt endlich. Und es hat ewig gedauert, weil wie gesagt, es gibt Leute, die machen jeden Tag 100, 200 Rüpel und drehen da total durch. Die haben da schon über 3000 Mitglieder von Team Go Rocket auf der Medaille. Der Ramses hat jetzt seine 1000 voll gemacht. Das ist für mich okay, dafür, dass ich so selten gezockt habe. Ich habe eigentlich eher immer auf diese Team Go Rocket Invasionen gewartet. Dann habe ich mal die 3 Stunden durchgezockt, um zu gucken, was für eine Ausbeute man dann hat, ob ein Shiny dabei war, ob ein Gutes dabei war, ob man 100 erlösen kann. Aber außerhalb von diesen Invasionen habe ich eigentlich so gut wie gar kein Team Go Rocket gemacht, außer zu den Spezialforschungen. Jetzt also endlich die Goldmedaille. Habt ihr auch schon die Goldmedaille, beziehungsweise wie viele Rüpel habt ihr auf eurer Medaille drauf, diejenigen, die Gold haben? Wer bietet die meisten? Wer hat 2000, 3000, 4000? Hat jemand 5000? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich suche mir jetzt aber noch mal einen anderen Ort und dann erlösen wir gleich noch ein 100er legendäres. Wer aufgepasst hat, weiß genau, was gleich passiert. So, wir haben uns jetzt ein ruhiges Plätzchen gesucht. Wir gehen jetzt mal hier rein. Wir geben einfach mal Krypto ein. Wenn ihr Krypto eingebt, wie viele Pokémon habt ihr auf der Hand? Bei mir sind es jetzt 204. Und das ist auf jeden Fall zu viel, da muss ich noch manche weghauen. Ich habe auch immer versucht, die Krypto-Familien zu sammeln. Ne? Wie ihr hier seht, Bisasam, Bisaknosp, Bisaflor. Ein Bisaknosp könnte eigentlich weg. Das gucke ich mir gar nicht erst an. Wir werden jetzt aber nicht alles verschicken. Wir gucken nur mal kurz. Glumanda, Glutexo, Glurak, Shigishilok, Turto, Conlio, Kokuna, Bibor, Radfratz, Radikal, Rettern, Arbok, Sandan, Sandama, Nidoran. Da fehlt mir noch ein drittes, dass ich die Familie voll habe. Nee, da sind ja zwei. Also eins müsste ich einfach entwickeln. So, machen wir das auch gleich mal dazu. Entwickeln, dann haben wir das Nidoran. Auch als Familie voll. Machen wir ja heute die Krypto-Spezialsendung mit Goldmedaille, mit Erlösen, mit Familie vollständig machen. Dass wir dieses ganze Kapitel dann mal abgeschlossen haben. Niorina ist also auch am Start, das ist sehr schön. Mir fehlt aber, glaube ich, trotzdem dann noch was. Hier von dem Nidoran kann ich auch noch eins machen. Ein Nidorino, männlich. Dann haben wir auch die zwei voll. Mich stört das gerade, dass die Brille immer zu beschlägt. Solange wie das hier, kann man ja nochmal so tun. So. Was jetzt bestimmt nicht viel bringt, denn es wird gleich wieder so sein. Nidorino haben wir also auch voll. Vulpix, Vulnona, Zubat, Golbat, Xbat kommt weiter unten. Mirapla, Duflor, Giflor, Blutzug, Omot, Mautzis, Nobilikat, Endon, Entoron, Fukano, Arcani, Quapsel, Quaputzi, Quabo, Abracadabra, Simsala, Mcholo, Mashok, Machomai, Knofensa, Ultrigaria, Sazenia, Magnetilo, Magnedon, Slimer, Slimog, Traumado, Hypno, Owei, Kokowai, Dragoso, Knogga, Kikli, Nokchan, Smogon, Smogmog, Sichlo, Electek, Magma, Pinsir, Carvador, Garados, Lapras, Porygon, Relaxo. Jetzt das Lustige. Damals gab es ja immer die Spezialforschung, wo ihr Giovanni besiegen musstet am Ende und hattet einen Monat Zeit, das abzuschließen und konntet dann ein legendäres Krypto-Pokémon fangen. Habe ich gemacht, habe das mitgenommen und jetzt beim Go-Fest gab es ja am zweiten Tag jeden legendären Vogel einfach nochmal aus der Belohnung hinten raus. Deswegen habe ich jetzt 2 Arctos, ich habe 2 Zapdos, ich habe 2 Lavados. Dann habt ihr noch Dratini, Dragonier, Dragoran, Mewtwo, was ihr auf jeden Fall nicht erlösen dürft. Behaltet das immer so, wie es ist. Xbat, Voldilam, Wadi, Ampharos, Blubella, Quaxo, Traunfugil. Wohin genau? Männlich, weiblich, Tansa, Forstelgas, Gorgla, Scherox. Ihr seht da Entwicklungen jetzt auch. Potrotz, Nibel, Bodogil, Hunduster, Hundemon, Porygon 2, Damirplex, Raikou, Entei, Suicune.
Lavida Bubida Despota, Hydropi, Morabel, Sumpex, Murzel, Blanas, Tengolis, Drassler, Kirlia, Gardevoir, Zubiris, Flunkiefer, Canivania Dohaido, Knacklion, Vibrava, Libeldra, Tusker, Noctusker, Schubbet, Barnett, Zwirlich, Zwirklopp, Absol, Kindwurm. Da fehlt noch eins. Wir brauchen noch das Draschel oder wie das Teil heißt. Das Hässliche auf jeden Fall. Tarnel, Metang. Das heißt, wir könnten hier eins noch entwickeln und könnten da noch ein Metagross draus machen. Da hat mir auch eins gefehlt, habe ich jetzt auch voll. Dürfte also bis jetzt eigentlich nur ein Kindwurm noch fehlen. Wo kriege ich Kindwurm her? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wie gesagt, sammelt ihr Kryptofamilien oder erlöst ihr einfach nur Gute, hebt andere Gute auf, wie auch immer. Und ansonsten feuert ihr alles weg. Ist vielleicht auch sinnvoller, denn was will man mit dem ganzen Rotz? Der Beutel ist eh immer knapp bemessen. Keine Sorge, wir erlösen gleich noch was. Aber ich will nur kurz zum Abschluss zeigen, bei den 1000 Rocket Stops, wie jetzt meine Kryptosammlung an sich aussieht, welche Familien ich vollständig habe. Jetzt haben wir hier das Metagross noch dabei. Schellers, Schellkrein, Schellterra, Traun Magils, Gungabus, Gungtang, Schneebedeck, Rex Blizzers, Nibunda Magnetzone, Triple S, Magbrand, Porygon Z, Galagladi, Zwirfinst. Fehlt jetzt noch irgendwas, außer einem Kindwurm, dass wir da das Bruderlander, ja, braucht man ja nicht, genau, das Draschel oder wie das Teil heißt dazwischen, was da fehlt, noch vollständig machen können. Wir gucken uns jetzt kurz die Vögel an, denn davon möchte ich einen erlösen. Das habe ich ja damals schon angekündigt. Ihr habt jetzt hier Arktos zum Beispiel, Wetter geboostet. Sieht ganz gut aus, würde ich aber trotzdem nicht erlösen, beziehungsweise wenn ich mir die zwei angucke. Obwohl der hat schon gute WP. Ich weiß nicht, kann man Arktos in der Superliga vielleicht mal gebrauchen? Dann habt ihr hier Zapdos, der sieht auch gut aus, ne? Mit 1469 als Elektro. Superliga vielleicht. Dann den alten von damals. Ihr seht hier 8.12.2019 und das 26.07. Da wisst ihr am Datum schon, was los ist. Den haben wir jetzt auch bekommen. Lavados mit 14.59. Vielleicht für die Superliga. Aber habt ihr schon irgendwann mal mit Lavados in der Superliga, Hyperliga oder Meisterliga gekämpft? Was wir damals aber vom 6.01. haben, ist dieses Krypto Lavados mit 773. Und da habe ich die ganze Zeit gesagt, was soll ich damit machen? Erlösen, nicht erlösen, so lassen. Viele haben gesagt, lass das so, Krypto-Bonus. Aber ich finde, Feuer-Pokémon sind irgendwie das Nutzloseste im ganzen Spiel. Ich habe bisher noch keinen Raid-Boss wirklich gehabt, wo man mit Feuer angreifen muss. Selbst als das Viridium da war und man konnte Feuer nehmen, habe ich dann lieber mit Psycho angegriffen, weil ich einfach bessere und mehr Psycho-Pokémon hatte. Und lange habe ich überlegt, ich habe gesagt, wenn ich das erlöse, habe ich kein Krypto mehr. Durch das Go-Fest habe ich ja trotzdem jetzt noch ein Krypto, was dann auch sinnvoller wäre für die Go-Battle League. Wir können ja mal kurz aus Spaß schauen, wenn wir hier ein Power-Up drauf geben würden. Nee, das bringt nichts. Das ist dann gleich auf 15,7. Müsste man also mit 14,59 mitnehmen. Wir können ja mal gucken, wie nah das an die Grenze rankommt. 14,70. Ist kein großer Unterschied, oder? Doch, eigentlich schon. Wir wollen das aber jetzt hier erlösen. Wir wollen uns ein 100er Lavados gönnen. Und zur Feier des Tages wollen wir das vielleicht auch noch maxen, auch noch hochziehen. Ich mache das jetzt einfach hier. Möchtest du Lavados erlösen? Ja, möchte ich machen. Wir müssen dann nur irgendwann mal warten, bis so eine komische Invasion wiederkommt, dass ich mit einer TM die Attacke verlernen kann. Ich hoffe, das geht dann noch. Ne? 2475. Jetzt sagt ihr, boah, nimm das für die Hyperliga. Aber wie gesagt, ich kenne nichts, wo man das bisher genutzt hat. Deswegen würde ich das jetzt auch einfach so nehmen, wie es ist, als 100er. Kann ein Lavados, ein 96er, was ich gemaxt habe, als Flugangreifer nehmen und eins als Feuerangreifer, obwohl ich Feuerangreifer immer noch schwachsinnig finde. Wir powern das auf jeden Fall jetzt noch bis zum Maximum. Gucken uns mal an, wie viel wir brauchen. 208 Bonbons, da werden wir noch fix ein paar umwandeln. Haben wir hier noch 394 übrig. 208, wunderbar, das sind nur 10 Sonderbonbons, die wir da reinstecken müssen. Ziehen das jetzt noch komplett hoch.
auf Level 40 3465, 990 hat es dazu bekommen. Ein Labrados auf Max mit 100%. Das ist doch auf jeden Fall fett, hoffe ich. Ich muss mein Auge immer so zudrücken. Ich fühle mich schon wie Adi, bei dem ist es auch immer so. Ja, wie sieht es bei euch aus? Habt ihr auch schon mal ein 100er Krypto-Legendäres erlöst, ne? Ich glaube, beim GoFace aus der Belohnung ist das bei vielen so gewesen, da die ja relativ gute IV hatten, wenn die da rausgekommen sind. Ansonsten, wie gesagt, wie sieht eure Medaille aus? Ein Lavados fehlt jetzt. Jetzt sieht es komisch aus, das Gleichgewicht ist nicht mehr da. Aber ein neues legendäres 100er in der Sammlung, sehr coole Sache, nehme ich auf jeden Fall dann mit. Wir können ja hier auch nochmal drücken. 4 und... Ich komme nicht hin, mein Daumen ist zu kurz. 4 und legendär eingeben. Jetzt komme ich wieder nicht hin, ich lege es mal da hin. Legendär. Okay, ich habe das, ich habe die Rosette vergessen. Ich muss hier vorne noch ein Sternchen reinmachen. So, 4 Sternchen, nicht plus, Sternchen und legendär. Jetzt seht ihr 13 legendäre 100er. Das sieht doch gut aus. Groudon, Regiram, Zekrom, Lavados, zweimal Kobalium. Ihr habt zweimal Kyogre dabei, zweimal Rayquaza, ein Entei, ein Armored Mewtwo und ein Giratina. Die Sammlung wächst also. Coole Sache, freue ich mich. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Und heute, 18 Uhr, möchte ich auch schon mal ankündigen. 18 Uhr heute wieder ein kleiner Livestream, eine kleine Trade-Session, gemütlich mit dem Hannes. Der Hannes hat nämlich wieder gesammelt. Ich habe in letzter Zeit wirklich viele Glücks-Pokémon bekommen durch den Hannes, aber auch durch den Dragonite, ne? Er hat auch mit mir gesammelt, getradet mit 3 verschiedenen Accounts sogar. Da wurde relativ viel Lucky. Jetzt ist es gar nicht mehr so viel. Das meiste müsste man dann eh über garantierte Glückstäusche machen, Trades, Tauschs, aber ein paar Trash-Pokémon sind auf jeden Fall noch dabei. Das werden wir heute 18 Uhr machen, wie gesagt. Wer Bock hat, schaltet halt ein, guckt mit rein, 18 bis 19 Uhr, wenn Pupsi wieder ihre komische Köln-Sendung guckt, machen wir die Trade-Session mit dem Hannes. Das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.